Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal erstellen wir uns eine Palme. So, als erstes machen wir uns einen Zylinder. Dann gehen wir auf Darstellung erstmal auf Grow Shade Linien, damit wir einfach die Linien sehen können. Dann ziehen wir uns das hübsche Ding einfach mal ein bisschen größer, weil das ist letztendlich der Stamm. So, das ist erstmal soweit in Ordnung. Dann gehen wir auf Zylinder, machen unsere Segmente erstmal ein bisschen übersichtlicher, weil wir brauchen gar nicht so viele. Das heißt, wir gehen beim Umfang auf, machen wir mal 6. Ja, das ist okay. Und bei den Segmenten Höhe gehen wir mal auf 8, weil wir wollen das. Ja, das ist eigentlich in Ordnung, weil wir wollen das einfach, weil das sind halt diese Abschnitte, die ihr bei einer Palme habt immer, die wir einfach nicht so weit auseinander haben wollen oder halt nicht zu dicht, aber ich denke, es ist okay. Wir können mal 7 probieren. Okay, 7 geht auch. Machen wir mal 6. Aber ich glaube, 6 ist ein bisschen zu viel. Ja, dann wird es ein bisschen zu groß. Machen wir einfach mal 7. So, als nächstes drücken wir C. Nehmen unser Kantenwerkzeug und markieren die Kanten erstmal. Heißt, wir gehen auf Selektion. Gehen auf Loop-Selektion und markieren uns erstmal die Kanten hier. Heißt, wir drücken, halten Shift gedrückt, damit wir auch verschiedene Dinge auswählen können. So, das ist schon mal okay. Dann rechte Maustaste, gehen wir auf Bevel. So, bei Bevel gehen wir beim Modus auf Ganz. Das heißt, er hat jetzt die Abschnitte hier gewählt. Die können wir jetzt theoretisch mal ein bisschen kleiner machen, weil so viel brauchen wir gar nicht. Ja, ich denke, das ist soweit in Ordnung. 7, 6, 5, machen wir mal 5. Beim Offset können wir natürlich verändern. So, und jetzt markieren wir uns das Ganze. Das heißt, wir gehen auf die Ansichten, damit wir die verschiedenen Ansichten haben, damit wir halt beide haben können, also rechts und zentral. Gehen wir auf unser Polygon-Werkzeug und markieren uns das. Das heißt, wir gehen hier erstmal auf Live Selection auf unser Rechteck-Werkzeug und ja, markieren uns erstmal den oberen Teil. Das heißt, dann so, also nicht die zwei unteren, sondern nur den oberen Kasten. Nehmen wir unser Skalierwerkzeug und skalieren es das ein bisschen kleiner. Nicht so extrem, sondern nur so. Dann ziehen wir es runter, damit es hier auf der Kante ist. So, ja, okay, ist doch perfekt. Und dann markieren wir es das nächste. Shift gedrückt halten und wieder unseren Kasten markieren. Drücken wir Alt, sorry, drücken wir Leertaste, dann könnt ihr mal switchen zwischen den zwei Auswahlfeldern, die hatte gerade, das heißt unser Skalier und unser Selection Tool. Und wollen uns das auch ein bisschen skalieren und ziehen uns das wieder runter. So, dann Shift gedrückt halten. Auswählen und skalieren. Und wieder runterschieben. So. Muss jetzt nicht perfekt drauf liegen, aber. Na, okay, ich versuche es trotzdem mal. Ja, okay, das ist jetzt doch ein bisschen zu rangezoomt. Also, ja, meine Maus ist es nicht so empfindlich. Naja, egal. Okay, passt schon. Und den nächsten Block auswählen. Ich weiß, ist ein bisschen mühselig, aber ja, was soll man machen? Wenn euch das Video bisher jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und natürlich einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch meine Videos gerne teilen, würde mich sehr freuen. Denn es gibt nichts Frustrierendes, als wenn ich immer YouTube aufmache und
Prop habe ich wieder 3 bis 4 D-Abos. Vor allem das nach dem Video-Upload. Ich meine, so schlimm sind meine Videos doch hoffentlich nicht. Ich meine, wenn ich überlege, was so alles auf YouTube rumkreucht und fleucht, sind doch meine Videos ganz gut, hoffe ich. Aber gut, jetzt sind wir gleich durch. Auswählen. Scannieren. Und runterziehen. So, dann und das letzte, weil untere brauchen wir nicht. So, jetzt sieht es aus wie eine Pyramide. Ja, und zwar wir nehmen uns unser, also Selektion. Können hier unten immer, können hier neben immer gucken, unser Shortkey, also das heißt UL. Weil wir nehmen unsere Loop-Selektion, markieren uns die, also gehen auf Kantenwerkzeug, markieren uns die Kanten immer. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie wir es am schlauesten machen. Genau, also markieren wir es doch erstmal zusammen alle. Also gehen auf Loop-Selektion, sorry. Loop, denn wir können das natürlich auch einzeln machen, aber um Zeit zu sparen, markieren wir uns wieder den ersten Ring, also wir haben ja diese Kanten, dann markieren wir uns den die erste Kante quasi hier und hier und skalieren uns das einfach. Ah, okay, das hat er doch anscheinend. Klappt es wohl auch nicht. Okay, dann müssen wir es doch einzeln machen. Alles okay. Also drückt, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, drückt STRGZ. Dann kommt ihr wieder zurück. Dann machen wir es einfach so. Heißt, wir skalieren uns das so. Dann drücken wir L und, U und L. Da haben wir wieder die Loop-Selektion. Drücken, also Skalierwerkzeug wieder. Skalieren uns das. UL drücken. Skalieren. Dann wieder UL. Ja, ich hatte. Ups, Quatsch. Ich hatte mich gedacht, deswegen, dass es möglich ist, dass wir alle selektieren und das dann problemlos skalieren, aber das ist dann mit der Achselverschiebung und so ein Blödsinn, das ist dann etwas blöd. Dann machen wir uns doch am besten lieber mal alle einzeln. Es geht einfach schneller. UL und skalieren. Na, ups, da habe ich das Falsche erwischt. UL. Na, UL. So. Und skalieren. Und das letzte auch nochmal. UL. Nehmen wir das. Jetzt haben wir hier ja, den oberen, unteren Teil, wenn wir das jetzt skalieren würden, theoretisch, dann bleibt nämlich, also der Rand skaliert sich, aber die Fläche bleibt. Um das zu vermeiden, gehen wir ganz kurz auf unsere Selektion hier und, ups, und wählen einfach unseren Boden an und skalieren den einfach. Na, kommt schon. Ach, das ist der Vorzeigeffekt. Also, okay, jetzt hat er doch den Boden erwischt. Gut, dann machen wir das halt nicht. Könnt mich alle mal skalieren, ist das einfach mal. Dann selektieren wir uns den Boden einfach und drücken Delete, löschen. So. Jetzt sehen wir, also sieht schon mal ganz cool aus, aber oben, das ist doch noch ein bisschen zu trichterförmig, weil das sieht doch nicht so toll aus. Deswegen nehmen wir uns unsere, also oben,
Und sein Ding ist. Ich liebe es. Dann nehmen wir UL wieder, damit wir das alles selektiert haben. Und dann machen wir wieder unsere harte Tour. Und zwar selektieren. Na, UL. Und dann ran selektieren. Na, komm schon. Dann skalieren wir uns den. Dass es einfach nicht mehr so trichterförmig ist. Also ich denke mal, so ist eigentlich in Ordnung. So, jetzt haben wir natürlich oben, wenn wir das jetzt löschen, ist natürlich auch blöd, weil da war es offen. Deswegen, wir gehen auf rechte Maustaste, Polygon auch schließen und machen wir voilà zu. So, jetzt packen wir das Ganze in Hypernurb rein. Also Subdivision Surface. Jetzt sehen wir aber, das ist doch ein bisschen zu rund alles. Deswegen gehen wir rechte Maustaste auf Schneiden. Denn wir schneiden uns hier ein paar Sachen zurecht. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich mache mal hier irgendwo einen Cut zum Beispiel, seht ihr, okay, weil das die rundet ja die Ecken ab. Und wenn ihr die Ecken zuschneidet, dann gibt es natürlich verschiedene Polygone, also verschiedene Schnittpunkte und dementsprechend werden die Ecken dann einfach schärfer abgeschnitten. Das machen wir dann eigentlich nicht so viele, wir machen eigentlich nur in der Mitte hier von jeweils von diesen Dings. Dann machen wir hier immer eine. Und dann gehen wir runter, machen wieder hier in der Mitte eins. Und dann hier, wo der blaue Abschnitt ist, machen wir auch eins. Gehen wir runter, wieder dort in der Mitte und wieder dort. Wie gesagt, wenn ihr euch ein bisschen verhaut, ist es auch nicht so perfekt. Das ist im Endeffekt egal, ob jetzt ein paar Zentimeter zu viel oder zu wenig. Im Endeffekt kommt es dann auch selber raus. So, voilà. Machen wir noch. Hier und da. Und jetzt sind wir unten angekommen. Machen wir hier auch noch mal. So. Und voilà, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Jetzt gehen wir wieder in unser Objekt Auswahl. Jetzt können wir das Ganze, wenn ihr wollt, auch unter Skalieren einfach noch ein bisschen länger ziehen. Wie ihr natürlich wollt. Ich denke, so ist es schon eigentlich schon ganz gut in Ordnung. Und dann nennen wir das mal Damm. Dann machen wir das mal aus, damit wir es nicht sehen können. Und jetzt machen wir unsere Blätter. Also auch nichts Wildes. Das ist einfach nicht so unbedingt. Ja, guckt einfach hin. Wir machen uns eine Kugel. Die Kugel machen wir Low Poly, also irgendwie 12 zum Beispiel. Ja, 12 ist eigentlich okay. Dann verformen wir uns sie ein bisschen. Wir gehen hier beim Koordinaten-Tab. Verformen wir das einfach ein bisschen. Nicht auf dieser Seite. Sondern machen wir das einfach ein bisschen höher, also ein bisschen gestretchter und enger. Also, was heißt enger, sondern dünner. Obwohl, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Denke, so ist in Ordnung eigentlich. Ja. Ja, das ist schon okay so. Ups. Okay. So. Dann drücken wir Z, Quatsch, C, damit wir die wieder editieren können. So, sorry, kurze Pause. Dann musste ich kurz die Wände mal doch da wechseln. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, so genau, beim Abonnieren. Also gib mir ein Abo. Nein, Spaß jetzt. Also, genau beim Blatt hier.
Heißt, das ist soweit erstmal, denke ich, in Ordnung. Wie gesagt, schneiden wir gleich noch zu. Das heißt, wir gehen, haben die Kugel C gedrückt. Perfekt. Genau, gehen hier erstmal auf unser normal Live Selection Werkzeug. Dann gehen wir auf Polygon, auf die Selektion. Und selektieren uns hier erstmal. Obwohl ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Obwohl, gucken wir mal, weil wir selektieren uns erstmal so eine Breite, dass das irgendwie passen könnte. Ja, ich denke, okay, nehmen wir das Stück. Das sieht gut aus. Ups. Also selektieren uns erstmal hier die Mitte raus. Oben auch. Und dann, wir wollen aber nicht das hier genau, sondern wir wollen den Rest haben. Das war jetzt schneller. Deswegen, wir gehen auf Selektion, invertieren, damit haben wir den Rest selektiert. Und dann können wir löschen mit entfernen. Dann haben wir das gelöscht. Wo ich denke, naja, okay. Wo gehen wir nochmal ein bisschen zurück? Sorry, nochmal eins zurück. Irgendwie. Naja, gut, okay, machen wir es einfach. C drücken. Dann drehen wir uns das Ganze mal. Gehen auf unser Werkzeug, gehen auf 90 Grad, damit wir uns das ein bisschen hinlegen. Und dann wollen wir das ein bisschen tweaken. Also wir nehmen unser Punktwerkzeug, wählen den Punkt an, ziehen den einfach ein bisschen weiter raus. Denke, so ist gut. Und diesen Punkt ziehen wir auch ein bisschen in die Länge. Na, komm schon. So. So, ich denke, ich ganz in Ordnung. Ja. Gucken wir mal. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Dann drücken wir STRG A. Na, geht natürlich unser Polygon-Werkzeug STRG A. Rechte Maustaste extrudieren. Drücken einfach hier in die Walachei rein. Jetzt gehen uns das ein bisschen hoch. Jetzt skaliert das senkrecht. Also, das ist erstmal okay, aber wollen wir halt nicht ganz haben, deswegen erstmal so. Und jetzt nehmen wir hier das obere und ziehen das weiter nach oben. Ja, ich denke, so ist es in Ordnung, könnte gut aussehen. Wenn wir das jetzt auch in den Hyperner packen wieder, dann sehen wir, das ist sehr rund. Sieht so aus wie ein Sushi. Boah, also sieht eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen, aber wir probieren es mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir es besser hin. Deswegen rechte Maustaste nehmen wir uns wieder. Also erstmal machen wir Polygonloch schließen, weil wenn wir jetzt umdrehen, sehen wir, das ist ein Loch. Also machen wir ihn hier zumachen. Dann rechte Maustaste, dann gehen wir auf Loop-Schnitt. Und zwar, damit wir halt nicht so abgerundete Dinge haben, machen wir hier einen Cut. Und okay, hier ein Cut. So, schauen wir mal. Oi, okay. Das ist natürlich mit dem. Sieht jetzt nicht so toll aus. Man muss geschlossen haben. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Sorry. Okay, das, was auf ist, ist kein Problem. Ist ja egal, das sieht man eh nicht im Endeffekt. Jetzt schneiden wir es aber trotzdem nochmal zurecht. Das heißt, hier den Cut ungefähr und hier unten den Cut. Und packen wir das hin. Und es sieht doch eigentlich schon mal ganz, ja, sieht doch ganz cool aus. Ja, sieht gut aus. Super. Gefällt mir. So, dann nehmen wir das Ganze einfach mal Blatt. Na. Blatt. Das war's doch, ne? Ja. Gehen wir wieder mal unser Objektwerkzeug. Auswahlwerkzeug, Objekt hier. Und dann machen wir unsere Palme an. Und ziehen unser Blatt erstmal
höher. Gut, das Ganze skalieren wir uns mal. Ein bisschen tiefer. Blatt. Bisschen weiter höher. Okay, so ist gut. Dann nehmen wir uns einen Cloner. Murgraph, Clone, Blatt. Ziehen wir uns hier rein. Gehen dann auf na, Cloner, auf Objektor, Modus, Radial. Dann haben wir das so. Gehen hier bei der Ebene auf die. Müssen wir gucken, welche da passend ist. Ist super, genau. Die XZ. Ziehen uns das Ganze hoch. Und müssen wir mal gucken vom Radius. Genau, ziehen wir das einfach ein bisschen weiter raus. Und packen wir das einfach da drauf. Ja, das sieht doch, ja, das sieht doch nett aus. Kann man nicht sagen. Kann man nicht anders sagen, ne? So, dann können wir uns das Ganze mal kopieren. Dann drehen wir uns das Ganze und tun es ein bisschen weiter nach oben. So, jetzt können wir das eigentlich auch so lassen, weil das sieht eigentlich auch ganz nice aus. Oder aber wir können hier bei unserem Objekt können wir transformieren, können wir hier die verschiedenen Koordinaten ändern. Heißt, wir können es theoretisch natürlich links und rechts. Können es aber auch so ein bisschen steiler machen. Heißt, wir machen das so vielleicht. Ja. Zum Beispiel so. Und es sieht doch auf jeden Fall cool aus. Genau. Und so, das würde ich sagen, könnte als Palme durchgehen. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Schick aus. Schnell gemacht, nicht so hoch detailliert, ich meine, muss auch nicht sein. Jetzt geben wir einfach mal eine Basic-Textur, also quasi zum Beispiel mal ein Grün für die Blätter, dunkles Grün. Packen wir hier auf den Cloner fürs Blatt und natürlich noch auf andere Blatt und dann neue Textur, machen wir uns in Braun rein. Braun und packen den hier auf unseren Stamm. Und voilà, haben wir doch eine schöne Palme erstellt. Ich hoffe, es gefällt euch sogar. Ihr könnt natürlich auch andere Texturen nehmen, wie ihr wollt. Könnt natürlich euer eigenes Ding draus machen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, wenn ihr. Machen wir das einfach mal weg kurz. Gut, die paar Minuten haben wir noch. Da Kugel weg. Und die Kugel weg. Könnte auch spaßeshalber, wenn wir einen Stamm haben, können wir hier auf unsere Deformer gehen, können auf Biegen nehmen, gehen. Machen das Biegen unterhalb von Zylinder. Und Biegen gehen wir hier auf ein Unterobjekt anpassen. Und jetzt können wir mal die Stärke verändern. Das ist auch ganz cool. Und das sieht eben so aus, als ob sich das vom Wind verbogen hat. Und die Richtung ändern. Das sieht ganz cool aus, genau. Und jetzt könnt ihr dementsprechend natürlich euer Blatt da noch ran vorstellen, wenn ihr wollt. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen helfen. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt für Tutorial oder generell Vorschläge, schreibt die in die Kommentare rein. Würde mich freuen, gebt mir auf jeden Fall ein Abo, lasst ein Like da und würde mich echt freuen, wenn ihr mich da ein bisschen supporten würdet. Könnt die Videos auch gerne teilen, die ich mache. Wie gesagt, würde mich echt helfen, würde mir echt helfen, wäre echt cool. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, wie gesagt, es war hilfreich für euch und bis dann, macht's gut und auf Wiederschauen.